Am Samstagnachmittag kamen alle Kassel Huskies-Fans voll auf ihre Kosten. Bei der Saisonabschlussfeier vor der Eissporthalle konnten Fanartikel wie signierte Autogrammkarten, Trikots, Schals, Mützen und Pucks gekauft werden. Unter die Fans mischen sich die Spieler der Eishockeymannschaft aus Kassel, ließen sich fotografieren oder verteilten fleißig Autogramme. Auf der Bühne präsentierten sich alle Spieler und bedankten sich bei ihren Fans. Daniel! Hallo! Komm! Gib mir! Guten Job, Dan! Trotz des vorzeitigen Saisonendes letzten Sonntag im Playoff-Viertelfinale gegen Landshut ziehen die Spieler eine positive Bilanz. Ja, die Saison war super. Halt. Nur leider für mich war ein bisschen unglücklich, aber die Jungs waren super und war eine super Saison. Schade, dass wir jetzt rausgefallen sind. Also ich denke, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Wir haben uns für gar nichts zu schämen. Ich denke, wir können wirklich sehr stolz auf uns sein. Und ja klar, es hat ein bisschen wehgetan zum Schluss, dass wir so früh rausgeflogen sind. Damit hat natürlich auch keiner gerechnet, gell? Ja, aber jetzt erstmal die Sommerpause, alle Wunden lecken, ausruhen, dann geht's weiter. Ja, im Großen und Ganzen eigentlich ganz positiv. Wir haben über die Saison gesehen, denke ich, eine ganz, ganz ordentliche Leistung abgeliefert. Sind leider in Playoffs ein bisschen zu früh ausgeschieden, aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir ziehen ein positives Resümee von der Saison und deswegen alles okay. Am Anfang die Saison war für mich hervorragend. Also für uns alle war top. Wir haben eine gute Saison gespielt. Leider halt im Playoff war meinerseits meine Leistung eigentlich nicht so prickelnd oder wie man das sagt. Nach einem Verlängerungskrimi gegen Landshut letztes Wochenende unterlagen die Kasseler Jungs nach 103 Minuten dem Gegner. Gestärkt werden die Spieler der Kasseler Eishockeymannschaft nach dieser Niederlage vor allem auch von ihren treuen Fans. Ja, super Leistung. Ja, das Ziel war eigentlich Klassenerhalt. Jetzt sind sie natürlich noch viel weiter gekommen und ja, einfach super stolz. Und ich hoffe, dass nächste Saison noch besser wird und dass sie dabei bleiben. Ich fand die total spitze. Man kann echt stolz auf diese Mannschaft sein. Es war eine Wahnsinnssaison. Letztes Jahr war schon stark. Dieses Jahr war es noch besser. Also wir hoffen, dass es nächstes Jahr noch besser wird. Super, super. Die Mannschaft und der Zusammenhalt, ganz große Klasse. Und dass wir jetzt nicht weitergekommen sind, ist doch nicht schlimm. Wir sind ja so hochgekommen, das ist doch klasse. Danke für die Saison.